Im heutigen Video geht es um Tubes, um Licht. Und ich muss ehrlich mal gestehen, dass diese Tubes sind einfach der Wahnsinn geworden. Warum diese Tubes? Weil da hinten, das ist der Vorgänger, um das Ding geht es heute. Es geht nämlich um die Nunlight Pavo Tubes in der Zweier-Version. Und ich muss ehrlich und aufrecht gestehen, dass ich selten in meiner Fotografiekarriere erlebt habe, dass ein Hersteller so enorm auf Kundenfeedback gehört hat und Kundenfeedback in die Zweier-Version eingearbeitet hat, wie bei dieser Tube. Egal, wo man hinlangt, egal, wo man hinschaut, es ist besser geworden. Und das ist der absolute Wahnsinn. Kurz zum Thema Tube Lighting. Wir sind nie unterwegs ohne Tubes. Tubes sind mit eins der essentiellsten Dinge geworden bei unserer Lichtsetzung. Wir, egal ob Foto oder Video, es ist ein ganz essentieller Bestandteil von modernem Dauerlicht. Wir haben sogar ein Real-Life-Tutorial über das Tube-Lighting gemacht in der Porträtfotografie. Können wir hier verlinken und wir können auch gerne nochmal einen kleinen Rabattcode drauflegen, damit man das sich auch mal angucken kann, wer da Interesse hat. Wir haben super viel bisher schon mit Tubes fotografiert. Natürlich nicht nur mit Nunlights, wir haben alle möglichen Tubes probiert, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Aber es ist einfach eine unfassbar moderne und vor allem effektive Lichtsetzungsart, mit Tubes zu arbeiten. Früher gab es die Kinoflows, heute gibt es eben die Tubes. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen, diesem Gerät. Was ist daran so besser geworden? Warum bin ich so aus dem Häuschen? Es ist relativ simpel erklärt, einfach überall verbessert. Ich habe schon gesagt, wir zeigen kurz ein Beispiel. Erstens, es gibt ja diese Tubes in verschiedenen Längen. Das hier ist zum Beispiel die große, die 60C-Variante. Es gibt die noch in 30 und in 6C. Also es gibt da verschiedene Längen. Wenn ich jetzt hier diese Tube angucke, den Vorgänger, dann habe ich hier außen diese Bedienelemente und ich habe eigentlich ein Bedienkonzept, was hier mit zwei Rädchen funktioniert und eben noch Schaltern. Und diese Schalter sind hier so positioniert, dass die nicht im Gerät verbaut sind, sondern rausstehen. Das heißt, immer wenn man dieses Gerät irgendwie hinlegt, oftmals legen wir die auf den Boden, um irgendwie Licht im Hintergrund bei Drehs zu bekommen, ein Effektlicht zu bekommen, dann hat man ganz oft den Mode weggeschaltet, weil durch das Hinlegen oder Hinstellen ändert sich mit dem Tastendruck irgendwas. Beim neuen Gerät haben sie das komplett anders gemacht. Die haben das eingebaut ins Gerät in so eine Art Kuhle, sodass man gar nicht wirklich hinkommt und haben sogar noch einen Lockschalter hingebaut, weil man einfach diese Dinger, wenn man die einmal eingestellt hat, nicht bei jedem Handgriff wieder verändern möchte. Außerdem ist es natürlich viel schöner geworden, dass dieses komplette Außenteil weggelassen wurde. Das hat man in Fotos eigentlich auch manchmal gesehen. Das ist einfach so ein schwarzer Punkt, der neben dem leuchtenden Strich ist. Hier haben sie es möglichst reduziert auf einen ganz kleinen Bereich. Nächster Punkt. Hier sehen wir, dass es hier eingeklemmt wird in diese Viererhalterung. Aber hier in der ersten Version gab es keine wirkliche Option, das Ding zu halten. Da waren dann solche kleinen Halterungsröhrchen dabei, wo man dann irgendwie noch Schraubgewinde hatte. Die sind auch bei der neuen Version dabei, aber bei der neuen Version befinden sich mehrere Schraubgewinde am Gerät. Und zwar an perfekten Positionen, oben und unten und eben, nee Moment, oben nicht. Da nicht, da ist nur der Strom und noch ein DMX-Steuergerät, aber hier unten und an der Seite nochmal zwei. Das heißt, im Gerät sind Halterungen verbaut, sodass man diese Tubes direkt ans Stativ machen kann, direkt an Galgen, direkt positionieren kann und das ist natürlich nochmal Geldersparnis. Man braucht weniger auf Produktion dabei, man kann auch nichts vergessen und sie sieht natürlich auch ein bisschen schöner aus. So, das ganze Gerät fasst sich viel besser an. Es ist ein Metallgehäuse wirklich geworden, während das hier rundherum Plastik war, ist das hier hinten Metall. Und man merkt auch, hier hinten steht drauf, Caution Hot Surface, dass das komplette Konzept, auch was Hitze betrifft, anders geworden ist. Der komplette hintere Bereich ist Metall und funktioniert dementsprechend als Kühlung, als Transport von Energie, von Hitzeenergie und bringt so auch diese Leistung von den LEDs hin in die Atmosphäre und kühlt damit die LEDs. Jetzt, was ist noch besser geworden? Man kann ja ganz kurz mal das anmachen. Also auch hier sieht man wieder, dass der Anschalter so raussteht, was eigentlich nicht cool ist im Transport und wenn man irgendwo hinkommt. Aber wenn ich jetzt das hier anmache, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber hier kann man einzelne LEDs erkennen. Hier ist viel einheitlicheres Lichtbild geworden. Also ein massiver Unterschied. Dann der nächste Punkt. Die sind stärker geworden. Und zwar merkbar stärker. Ich meine, wir filmen jetzt hier gerade mit einem riesen Fenster mit ganz viel Tageslicht und trotzdem haben die genügend Bums, um hier richtig reinzustrahlen. Und, was jetzt auch wichtig ist, die haben Anzeigen bekommen für Restlaufzeit. Eine der wichtigsten Sachen, weil, wie man sieht, hier ist jetzt kein, also hier ist kein Kabel, ne? Das ist hier frei. Boah, es ist so hell.
Man hat einen Akku verbaut. Und was bringt einem einen Akku, der einfach irgendwann ausgeht, wenn man nicht weiß? Natürlich nichts. Es ist super gefährlich. Hier kann man wirklich in der jeweiligen Leistung die Restlaufzeit errechnet bekommen. Bedeutet, wenn ich jetzt diese LED auf der Leistung weiterlaufen lassen würde, würde ich 1,9 Stunden, ich weiß nicht, warum sie jetzt 0,9 gewählt haben bei Stunden, hätte ich vielleicht auch irgendwie nicht gerade in einem Dezimalsystem gemacht bei 60 Minuten pro Stunde, aber egal. Aber man kann auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt fast 2 Stunden an Restlaufzeit übrig. Und wenn ich jetzt runtergehe in der Leistung, dann verändert sich dementsprechend auch die Restlaufzeit. Man kann genau wissen, wie viel Saft man noch hat und ob man das Fotoshooting oder das Videoshooting damit durchsteht. Und jetzt ist einfach alles genial. Man kann hier mit 4 Tasten eigentlich alles navigieren. Es gibt keine komischen Drehrädchen mehr, wo man ausnahmsweise rangeht, weil man muss sagen, so schnell und effektiv das bei der Einstellmöglichkeit war, so leicht ist man aber auch hingekommen und hat irgendwas verstellt. Die Akkulaufzeit ist auch nochmal länger geworden. Das heißt, man kann viel länger damit arbeiten und die ganze Tube fühlt sich einfach nochmal viel wertiger an. Diese Tube hat sehr viele Fähigkeiten, gerade auch für Videofilmer. Man kann da Effekte einstellen lassen, wie irgendwelche Cop-Cars und sonst was. Ich kann hier vielleicht mal durchgehen. Es ist eigentlich nur eine Spielerei, gibt es bei den meisten. Das wäre jetzt Storm, das wäre jetzt Police. So, hier, Polizei. Also es gibt dann so verschiedene Modi, die kann man auch triggern, deswegen Paparazzi. Also falls man jetzt irgendwo eine Szene hat, wo dann irgendwo jemand blitzen soll oder wo dann... Sieht es gerade gut aus? Oh nein, keine Fotos, nein, stopp, halt, keine Fotos. Also das ist eher so für die Videoleute. Candle TV, Disco, ah, lass mal Disco laufen. Das ist ganz okay. Disco, Disco, Party, Party. Es ist einfach ein Riesenunterschied geworden. Die Dinger sind ein bisschen teurer geworden, nicht unfassbar viel. Aber, und das ist jetzt genau der Punkt, sie sind, was das Können betrifft, einfach wahnsinnig gut. Die Farbneutralität und die Farbqualität ist wirklich auf einem Level, wo man sich nicht beschweren kann. Und wie gesagt, es ist rundherum einfach ein viel besseres Konzept geworden. Und jetzt sind wir halt so Kleinigkeiten wieder am Vergleichen. Aber das ist halt, das ist jetzt hoffentlich das, wofür unsere Reviews hoffentlich geliebt werden und auch geguckt werden. Beim Vorgängermodell hatte man 2 Ladegeräte, die mit so einem Y-Peitsche für 2 der 4er Tubes benutzt wurden. Das heißt, man hat 2 Ladegeräte, die sich mit einem Y-Kabel auf 4 dann jeweils aufteilen. Das hat aber bedeutet, dass wenn man irgendwie 4 Tubes einzeln legen möchte und die lange, tagelang laufen lassen möchte, dass man eigentlich ein Problem hat. Und das hat auch bedeutet, dass man eigentlich immer an 2 Steckdosen gebunden war. Jetzt sind hier einfach mal 1, 2, 3, 4 von den Dingern im Einsatz. Und das heißt, ich kann jede Tube komplett getrennt nutzen. Und auch die Kabellänge. Also man sieht es hier, glaube ich, schon an diesem 2-poligen Kabel. Da haben sie jetzt einfach nicht nur ein Meterkabel genommen, sondern einfach mal ein paar Meter, sodass es auch richtig, richtig lange geht und auch weit weg genutzt werden kann. Oder so Kleinigkeiten wie, dass man zum Beispiel das auch aufhängen kann mit diesen kleinen, wie soll man die nennen? Das sind so Schraubgewinde mit Loch. Ne? Und damit kann man die zum Beispiel aufhängen. Also es wurde halt rundherum einfach Gedanken gemacht. Und wenn man auf Produktion ist und man muss einfach für jedes Gerät nochmal ein Verlängerungskabel mitschlappen, nur weil der Hersteller so ein Kabel, so ein Stromkabel mitgeliefert hat,
Da geht man die Wände hoch. Wenn jemand, ein Hersteller, mitgedacht hat und hat es so gemacht, dass man irgendwie mal 4, 5, 6 Meter überbrücken kann mit einem Kabel, was mitgeliefert ist, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer und dann ist es einfach toll. Oder unter anderem, was ich jetzt auch sehr sinnvoll für uns finde, weil wir filmen ja auch oft, wenn es mal irgendwie schlechte Bedingungen hat. Ich mache das jetzt mal aus, oder? Ist schon nervig, oder? Okay. Man kann die Tube einfach in ein Unterwassergehäuse packen. Wo ist jetzt der Deckel hin? Hier. Das heißt, ich packe die Tube einfach in ein Unterwassergehäuse und dann ist die wasserdicht und kann im Regen oder sogar unter Wasser eingesetzt werden. Und dadurch, dass sie auch noch gesteuert werden kann über Wireless, Bluetooth und alles Mögliche, ist natürlich auch die Fähigkeit dazu da, das dann ganz anders effektiv zu nutzen. Das heißt also, es wurde an jeder Ecke mitgedacht und es ist einfach wahnsinnig toll, damit zu arbeiten. Was kann ich sonst noch sagen? Es gibt andere Geräte, günstiger und teurer. Teurer wäre zum Beispiel Astera Titan. Also Astera ist ein Hersteller, ich glaube, die kommen aus München, aber ich glaube, die kaufen auch woanders ein. Die sind um ein Vielfaches teurer. Und ich muss ehrlich sagen, das, was man dafür mehr bekommt, das ist mal wieder Pareto, ne? Man bekommt eben ein bisschen oben mehr, aber muss dafür sehr viel mehr zahlen. Drunter im Preis würde zum Beispiel noch die Godox Tube liegen. Da bin ich aber der Meinung, dass man deutlich weniger bekommt für deutlich weniger Geld. Aber mit denen kann man trotzdem arbeiten und trotzdem tolle Fotos machen. Das heißt, man muss da ein bisschen abwägen. Für mich, ehrlich gesagt, was Tubes betrifft, ist das der Preis-Leistungs-Profi-Sieger. Und wer mit Tubes anfangen möchte und einfach noch nicht weiß, ob so richtig wirklich das Sinnvollste ist, der kann am besten mit den Godox Tubes anfangen, weil das schon eine gehörige Ausgabe ist. Also das Vierer-Set kostet knapp 2000 Euro und das ist natürlich schon richtig Asche, was man dafür hinblättert. Also, ich finde, ich würde meinen nicht existenten Hut ziehen müssen. Vielleicht macht einfach Olli mir so einen Hut rein, so ein Zylinder, ne? Den ziehe ich vor Nunlight, vor den Pavo Tubes, weil die wirklich, also jetzt kameratechnisch habe ich eine 5D Mark I und habe dann eine 5D Mark II gehabt, da habe ich wirklich gedacht, wow, ist eine andere Kamera, alles verbessert. Ungefähr in diesen Riegen sprechen wir hier bei diesen Tubes. Das heißt, man nimmt die in die Hand und man möchte die alte gar nicht mehr benutzen. Und wenn man sowas mal sieht, also man merkt, wie das Ding verbessert wurde, wie viel besser das wurde, da fällt man einfach nur hinten flach um und ist baff. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir gut vorgestellt. Vielleicht zeigen wir einfach noch, wir haben ja nebenher noch ein paar Sachen eingeblendet, sicherlich. Aber wir haben da echt extrem viel gemacht. Vor allem jobtechnisch, ist sehr wichtig geworden. Tschüss.